Heute erzähle ich euch von einer Entscheidung, die meine Liebesbeziehung radikal verändert hat. Und vielleicht ist es nicht nur für Menschen, die in der Beziehung sind, sondern auch für andere Entscheidungen hilfreich und inspirierend, was mein Erleben davon war. Wenn Leute hören, wie schwierig unsere Beziehung in den ersten Jahren war, werde ich ganz oft gefragt, warum bist du geblieben? Und heute möchte ich mal die Antwort darauf geben, so gut ich sie kann. Ja, am Anfang war alles, wie es halt so ist. Ja, ich war verliebt, es war dieser tolle Mann und alles, was ich in meiner vorherigen langjährigen Beziehung nicht mochte, was mich gestört hat, was ich anders haben wollte, war auf einmal wie weggeblasen. Es war alles der Himmel, toller Mann, tolle Beziehung. Und es kam, wie es kommen musste. Es kamen Spannungen auf und plötzlich kamen Themen auf und Situationen, die ich von vorher kannte, die genauso waren wie vorher. Und ich war völlig erstaunt und dachte, wie kann das sein? Ja, mit diesem fantastischen Mann, wieso kommen dieselben Themen auf wie vorher? Und das ist, wo meine Entscheidung ins Spiel kam. Ich hatte nur zwei Erklärungsansätze, warum das jetzt wieder so ist. Der eine war, vielleicht stimmt es halt doch, dass alle Männer gleich sind. Und die zweite war, naja, also vielleicht hat es doch auch was mit mir zu tun, wenn der Mann so anders ist und die Themen die gleichen sind. Ihr könnt euch vorstellen, das war eine sehr schwierige Entscheidung. Die erste Option war mir viel lieber, einfach zu entscheiden, naja, die Männer sind halt alle gleich und gleichzeitig hat es nicht zu meinem Weltbild gepasst, zu meiner Lebenseinstellung, dass das sein kann, so eine Verallgemeinerung. Und so habe ich die unangenehme Wahl getroffen, mal zu schauen, was es denn mit mir zu tun hat. Und das war eine Entscheidung, zu sagen, ich bleibe so lange in dieser Beziehung, bis ich herausgefunden habe, was meine Anteile daran sind, was sind meine Muster, meine Glaubenssätze, was kann ich steuern und was bleibt da noch übrig, damit ich danach entscheiden kann, entweder ich bleibe, weil ich damit sein kann, oder ich suche mir eine andere Beziehung, aber fange dann eben nicht wieder von vorne an, sondern weiß dann schon genau, was ist meins und was suche ich, möchte ich wirklich in einer anderen Person und was kann die bieten oder eben auch nicht. Und das war eine radikale Entscheidung. Ich habe ab dann angefangen, wirklich jeden Stein in mir umzudrehen. Ich wollte keinen Fehler nochmal machen. Ich war gern bereit, neue zu machen, aber nicht dieselben nochmal. Habe mir alles angeschaut, mich dabei total neu kennengelernt. Und ja, dabei war mir die gewaltfreie Kommunikation eine Riesenhilfe. Auch die Arbeit von Robert Gonzales, Living Compassion, Dyaden-Meditationen, also sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, um mich neu zu entdecken, um jetzt viel freier zu sein, viel mehr ich zu sein, authentischer zu sein und jetzt ganz anders in eine Beziehung zu gehen. Apropos Beziehungen, Nebenaspekt von diesem mich selbst anschauen war, ja, dass nach ein paar Jahren, die es gedauert hat, mir auf die Schliche zu kommen, auf die Spur zu kommen, die Beziehung bis dahin so gewachsen war und so wunderschön war, weil ich so genau trennen konnte oder immer mehr trennen konnte, was ist meins und was ist wirklich die Beziehung, was muss ich, will ich mit meinem Partner aushandeln und was will ich erstmal mit mir ins Reine bringen, dass es dann gar keinen Grund mehr gab zu gehen. Aber das war dieser Grund, warum ich geblieben bin, rauszufinden, was ist mein Anteil an dieser ganzen Geschichte. Und das ist auch, was wir weitergeben, das ist, was ich so gerne weitergeben, weil es mein Leben radikal verändert hat, weil ich viel mehr ich selbst jetzt bin, viel mehr im Leben stehe, viel mehr handeln kann, entscheiden kann, agieren kann und trotzdem auch das Zusammensein genießen kann. Und wenn das auch für dich interessant ist, wenn du auf diesen Weg gehen möchtest, dich noch tiefer zu verstehen, vielleicht hast du schon das ein oder andere gemacht und sagst, ja, aber da gibt es noch mehr zu entdecken, dann ist vielleicht unser Jahresprogramm genau das Richtige für dich. www.vollimleben.jetzt. Du findest unten auch noch mal in den Notizen den Link. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Mach einfach ein unverbindliches Gespräch mit uns aus, lerne mich, lerne uns kennen und wir finden raus, ob das gerade auch dein Weg ist und zu deinem Weg passt oder nicht. Ich freue mich. Ciao.